Und damit hallo und herzlich willkommen, naja, eigentlich zu einem Vlog, aber da ich mich entschieden habe, in nächster Zeit etwas weniger, also eher gar nicht vor die Kamera zu treten, nennen wir es eher ein Let's Talk, weil, ja, wie viele von euch bestimmt schon mitgekriegt haben, ich bin Vater geworden am 6.10. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber wie sich das alles ein wenig normalisiert hat. Nein, es ist immer noch nicht ganz normal. Alles. Und ja, dadurch gibt es für mich halt im Moment etwas weniger bis zu wenig Schlaf. Und ja, da gibt es auch noch einige Themen, die ich jetzt ansprechen möchte. Und einfach ist es auch dadurch, dass ich halt im Moment wirklich so wenig Schlaf kriege, werde ich mich in nächster Zeit nicht mehr so vor der Kamera zeigen. Merkt ihr dann auch spätestens bei Super Mario Maker Zuschauerlevel. Da gibt es nämlich jetzt auch keine Facecam mehr. Gut, wie ihr bestimmt auch schon mitgekriegt habt, sind die Videos wesentlich weniger geworden. Aber das hatte ich ja gesagt, sobald die Kleine dann da ist, wird sich da einiges reduzieren, weil ich eh nicht, bestimmt nicht mehr zu kommen werde. So hat es sich dann auch ergeben, zeitlich, ich komme kaum noch zu Videos, weil abends sowieso nicht, da steht Kleine an. Und wenn die dann im Bett ist, gehen wir meistens auch ins Bett, damit wir überhaupt nicht in Schlaf kriegen. Und im Moment ist es halt so, ich versuche morgens vor der Arbeit noch was aufzunehmen. Ja, funktioniert leider auch nicht immer, weil die Kleine mir da gerne mal einen Strich durch die Rechnung macht. Aber, eine lange Zeit habe ich komplett, habe ich überlegt, komplett aufzuhören. Aber nachdem Tro und sogar meine Frau, nachdem ich sie darüber in Kenntnis gesetzt habe, was ich vorhabe, beide auf mich eingeredet haben, bist du denn des Wahnsinns, habe ich die ganze Zeit überlegt, ja, wie machst du es jetzt, was machst du jetzt? Deswegen hat dieses Video auch so lange auf sich warten lassen. Und mittlerweile habe ich einen Plan, ob er funktioniert, wird sich zeigen. Aber ja, genau, der Plan ist natürlich zeitlich erstmal keine Streams mehr. Und es wird viele Ausfälle geben. Gut, es hat in letzter Zeit schon Ausfälle gegeben. Letzte Woche zum Beispiel habe ich mir dann mal komplett eine Pause gegönnt, weil ich auch nicht mehr zum Aufnehmen kam. Aber Plan für die Zukunft. Ganz kurz und knapp. Es wird nur noch 3 bis 4 Folgen die Woche geben. Und ich könnte jetzt aufzählen, welche Projekte pausiert werden, aber ich glaube, es wäre kürzer zu sagen, welche Projekte weitergeführt werden. Also, es wird in Zukunft, soweit ich es schaffe, Ausfälle kann es immer geben, das sage ich gleich, geplant ist, es wird eine Folge Dinecraft geben, eine Folge Life in the Woods und, hier war schon wer, eine Folge Super Mario Maker Zuschauerlevel. Und wenn ich es schaffe, gibt es dann auch weiterhin noch eine Folge Sky Family. Das ist aber alles so fraglich und sehen wir dann. Autsch. Gut. In der Videobeschreibung und natürlich auf dem Kanal immer verlinkt mein Uploadplan. Den habe ich in letzter Zeit sehr verändert. Um da jetzt auch mal eine Projektübersicht reinzubringen. Da stehen also jetzt auch die aktuellen Projekte, die pausierten Projekte und jetzt auch ganz neue, eine Zusammenfassung der ganzen abgeschlossenen Projekte. Ich glaube, ich baue mich hier wieder raus. Und weil ich öfter schon gefragt wurde, habe ich da auch mal die Hardware von meinem Rechner zusammengetragen. Für die, die es interessiert. Und ja, es hat einige interessiert. Klingt komisch. Ja, aber jo. Was ihr dann ab nächste Woche auch merken werdet, oh, das ist ein netter Berg, ist, dass ich die Thumbnails ein wenig redesigned habe. Ich hatte mal Zeit zu, hatte mal Lust zu. Und habe mich abends mal kurz dran gesetzt und habe die ganzen Thumbnails ein bisschen redesigned. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir gefällt's ganz gut. Und die werden ab sofort benutzt. Ja, was natürlich dann auch pausiert wird, ist Ark Survival Evolved mit dem Danger.
Ja, wir wollten es eigentlich weitermachen, haben dann aber gemerkt, es wird dann doch nichts. Ich finde nie Zeit, wenn er Zeit hat und umgekehrt genauso. Also haben gesagt, wir machen erstmal eine größere Pause, bis sich das alles ein bisschen eingespielt hat und ich vielleicht abends mal regelmäßig Zeit hätte oder kleine regelmäßig ins Bett geht. Aber das wird sich zeigen, wann das weitergeht und ob es weitergeht. Vielleicht haben wir bis dahin auch die Interesse an ARK komplett verloren. Oder wir fangen auch vielleicht von vorne an, weil ARK bis dahin endlich mal als Vollversion da ist. Weil es ist ja im Moment immer noch Early Access. Aber naja, das wird sich auch mit der Zeit zeigen. So, Vorwerk sei auch noch gesagt, dadurch, dass ich jetzt weniger Folgen bringe, versuche ich halt auch, dass die Folgen etwas länger werden. Da kann ich aber auch nichts versprechen, je nachdem, wie es klappt mit der Zeit. Und dadurch, dass die Folgen halt auch weniger werden, habe ich mir gedacht, ne, nimmst du dir mal ein bisschen mehr Zeit fürs Schneiden. Die letzten Folgen, die rauskamen, habe ich das auch schon gemacht. Jetzt arbeite ich wieder mit Intro. Und dadurch, dass ich weniger hochlade, habe ich die Bitrate auch nochmal um 10 Mbit erhöht. Ich weiß nicht, ob man es am Ende erkennen wird, dass die Quali ein bisschen besser ist, aber ich mach's einfach. Und hey, neues Level im Bergbau. So, damit wäre dann eigentlich soweit alles abgehakt, was ich zu sagen habe. Kurz und knapp, es wird sich einiges tun. Aber ich bin noch da, ihr werdet mich nicht los. Wenn ich auch in letzter Zeit ziemlich müde klinge und wahrscheinlich auch so aussehe. Und das ist auch der Grund, warum es erstmal keine Facebook-Cam mehr geben wird. Aber naja, ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, was ich vorhabe. Ihr könnt mit leben. Aber im Moment bleibt mir einfach nichts anderes über. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir weiter treu. Und sage natürlich wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.